war so geil gewesen. Jo, aber ich muss jetzt echt arbeiten. Ich muss dich doch noch bezahlen. Ja. Jetzt stell dich doch nicht so an. Wir müssen das doch besprechen. Nein, das machen wir nicht so öfter. Laut, so laut. Du bist gerade im Bett? Ja, machst du Hausbesuche? Machst du Hausbesuche? Schrei doch nicht so rum, bitte. Ich bezahle dir das Doppelte. Kommst du mir nach Hause? Ich denk drüber nach, okay? Ich denk drüber nach. Ach, du musst dich so ein bisschen aufrissieren. Das ist meine Adresse. Ja, okay, aber. Ich muss jetzt wirklich. Ja, so der Hammer. Ich muss jetzt wirklich arbeiten, wirklich. Also. Ja, ich gehe. Ciao. Was ist los? Was soll los sein? Du hast es doch mitbekommen, ey. Das ist echt. Ich kann das nicht, ey. Ich betrüge meine Frau, ich habe ein Kind, ey. Was ist los, ey? Ey, Junge, du hast den geilsten Job der Welt. Du bist ein. Hast du alles? Nicht so rum, Alter. Ich sag, wenn das jemand mitbekommt. Du verdienst Geld, Mann. Ja, scheiß auf die 100 Euro. Wie viel hast du dir bezahlt? 100 Euro, sagte ich doch. Ja, und? Geld ist Geld, Mann. Ja, Geld ist Geld. Dafür die Frau betrügen und die Ehe aufs Spiel setzen. Du hast doch nicht mehr alle. Ich muss wegen meiner Spielsucht jede Menge Schulden abbezahlen. Deswegen muss ich. Das reicht nicht fürs Essen und fürs Trinken. Und mein Job in der Bar, der bringt nun mal nicht genug ein. Meine Frau darf von dem ganzen Geheimnis bloß nichts erfahren. Nee. Da ist der Papa. Guck mal, ja, hallo. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich musste länger machen. War viel zu tun. Hab noch ein Geschenk besorgt für unseren kleinen Mann zum Geburtstag. Wo hast alles du Gute das zum Geld her? Von meinem Chef. Boah, ich bin so müde. Und deinem Chef? Von dem Geld hätten wir schon mal was bezahlen können. Jetzt bist du auch noch müde. Ich könnte so einpinnen. Aha. Schön. Ja, was bezahlen können. Schatz, ich gehe doch nicht nur für unsere Gläubiger arbeiten. Oder für meine, besser gesagt. Ja, und? Ich will doch meinem Sohn wenigstens was zum Geburtstag bieten. Wird ja wohl noch drin sein, oder nicht? Ja, aber trotzdem. Daran kann er sich doch gar nicht mehr dran erinnern. Das war jetzt so wieder unnötig. Es geht ums Prinzip. Ich hab so mir doch. Hallo. Ich hab mir doch Geld geborgt von Micha, von meinem Chef. Ja, das musst du ja auch zurückzahlen irgendwann, ne? Ja, trotz alledem, es ist kein Problem. Ja, wenn du das sagst. Es ist kein Problem. Und wenn ich dir das sag, kannst du mir das noch. Warum kannst du mir einfach mal was glauben? Ja, ich glaub dir, ist okay. Meinst du, ich hab da Lust zu, immer Überstunden zu schieben und so? Ja. Boah, ich bin echt müde, weißt du? Und dann muss ich mich jetzt noch so rechtfertigen. Jetzt willst du dich auch noch hinlegen. Ist das dein Ernst? Ich muss doch gleich schon wieder los. Ja, aber du kannst doch mal hier bleiben und mir helfen. Die Vorbereitung, meine Eltern kommen gleich, Freunde, Nachbarn. Das kann ich doch nicht alles immer alleine Schatz, machen. Schatz, ich muss gleich schon wieder los. Schon wieder? Ja. Warum das denn? Kannst du dir nicht einmal frei nehmen oder so? Es ist dein Sohns erster Geburtstag. Es ist aber jetzt gerade, wie es ist. Es ist ja schon unter normalen Umständen für ein junges Paar mit Kind nicht leicht, diese ganzen Herausforderungen aufzufangen. Aber hier gibt es natürlich noch besondere Belastungssituationen für Pia und Dominik. Zum einen die finanzielle Situation, der Schuh drückt an allen Ecken und Enden. Pia fühlt sich auch alleingelassen mit Kind und Haushalt. Und Dominik selbst hat ein schlechtes Gewissen, weil er zwar weiß, dass er irgendwie Geld ranschaffen muss, aber die Art und Weise gefällt ihm eben nicht. Ach ey, immer das Gleiche mit dir. Warum machst du jetzt noch rum? Ja, weil du mich jetzt gleich wieder alleine lässt und ich mich wieder um alles alleine kümmern kann und meiner Mutter wieder Rechenschaft schuldig bin, warum du wieder in der Bar arbeitest und nicht bei uns sein kannst. Oh, toll. Ich hab da jetzt echt keinen Bock auf deine Vorwürfe, ganz ehrlich. Ja, immer hast du keinen Bock auf mein Gemotze. Ja, hab ich auch keinen Bock drauf. Verschwinde doch. Tschüss, mein Schatz. Mein Gott. Das ist doch nicht mehr normal. Eigentlich haben Pia und ich uns geschworen, uns niemals anzulügen. Aber was habe ich denn bitte für eine andere Wahl? Ich will doch, dass es meiner Familie irgendwann mal besser geht. Es muss sich doch was ändern. Mach mal eine kleine Pause. Nee, du, lass mal bitte. Nein, ich gehe zum Geburtstag. Nein, wir machen nur eine kleine Pause. Nein, lass das bitte, lass es. Ich gehe zum Geburtstag von meinem Sohn. Du wirst mich jetzt nicht im Ernst im Stich lassen für irgendeinen dämlichen Kleinen. Das ist kein dämlicher Geburtstag, ja? Das ist der Geburtstag von meinem kleinen Sohn. Der ist heute ein Jahr alt geworden. Ich würde jetzt gerne mein Geld nehmen, dann würde ich ganz gerne gehen. Was? Ja, bitte. Wir sind ja noch nicht fertig, oder? Ja, von mir aus, wenn du meinst. Hey, du bist jetzt nicht im Ernst. Ich muss gehen. Hör zu, Jessica, ich muss meiner Frau helfen. Die ganze Familie ist da. Ich kann jetzt nicht bleiben. Nein, nein. Hör jetzt auf. Lass es doch sein. Ah! Ah! Was machst du denn jetzt? Was lässt du dich denn jetzt fallen? Hier, hi. Hallo, was heißt denn los? Ich zeig dich an wegen Körperverletzung, ja? Bei der Polizei. Ja, mach das. Und dann kannst du mal gucken, was Sache ist, ne? Lass mich.
verpiss dich, ey. Geistesgestörte, ey. Ach, hier bist du ja. Ja. Hallo, Schatz. Schon hi, Biggie. Wo kommst denn du jetzt her? Ja, ich musste länger machen, sorry. Boah, ich hab mich extra beeilt, wirklich. Du hast dich beeilt? Du hast alles verpasst. Ja, wo ist Luis? Der ist am Schlafen, Mensch. Die Geburtstagsfeier ist schon längst vorbei. Und der Vater ist nicht dabei. Toll. Ich dachte, ich hab mich extra beeilt. Ich musste länger da bleiben. Die Lieferung kam an. Ja, was? Wenn die Lieferung ankommt, was soll ich machen? Sag mal, kann es sein, dass du mir was verheimlichst? Nein. Guck mal, was ich gefunden habe in deinem Rucksack. Den hast du schön liegen lassen. Wo hast denn die 150 Euro her? Erst heute Morgen das teure Geschenk und jetzt wieder? Hä? Kannst du mir das erklären? Stimmt, die habe ich für schlechte Zeiten beiseite gelegt. Für schlechte Zeiten? Ist das dein Ernst? Ja, ich musste mir peinlicherweise vor meinen Eltern wieder Geld leihen, um diese Geburtstagsparty zu veranstalten. Und du hättest mir doch was sagen können. Dann hätte ich selber was kaufen können. Das ist mega peinlich. Ich hab's spielst vergessen. Spielst du wieder? Nein, was denkst du von mir? Nein. Sicher spielst du wieder. Wo hast denn du das Geld sonst her? Biggie, kannst du vielleicht mal da raushalten? Nein, ich halte mich nicht da raus. Das ist meine Tochter. Ich halte mich nicht da raus. Aber ganz ehrlich, guck mal, wo die hier lebt. Wo hast du es hingebracht? Nichts. Du kannst nichts. Du bist nichts. Du bist ein Loser. Und meine Familie ganz ehrlich, meine ganz Tochter ehrlich, hast du noch wieder reingezogen. Ja. Du hast doch nicht mal. Meinst du, lass ich mir von dir sagen? Ja, geh, das passt zu dir. Geh. Ich glaube wirklich, dass Dominik ein feiner Kerl ist und dass er möchte, dass es seinen Lieben gut geht. Aber was er nicht sieht, ist, dass es denen gerade richtig schlecht geht, insbesondere Dominiks Frau. Denn für die ist irgendwie klar, mein Mann verheimlicht mir was. Und es scheint auch so zu sein, dass er in der Vergangenheit seine Spielsucht verheimlicht hat. Das heißt, da werden alte Wunden aufgerissen. Das ist für eine junge Beziehung massiv gefährlich. Wieso verlässt du den nicht? Ja, ich liebe ihn doch irgendwo. Er ist doch der Vater von Luis. Ich kann doch die Ehe nicht einfach so wegschmeißen. Die Ehe, die ist schon längst hin. Guck mal, er kümmert sich nicht um euch. Das ist schon alles fertig für ihn. Mann, Kind, du kannst immer zu mir kommen, das weißt du. Du und Luis, ihr seid immer bei mir willkommen. Ja, das weiß ich, Mama. Ja. Dafür bin ich dir auch voll dankbar. Kind. Was soll aus Pia und Luis nur werden? Sie hat diesen Versager auch noch geheiratet. Die wohnen hier auf dem Campingplatz. Sie haben noch nicht mal ein richtiges Zuhause. Also er hat auch nichts gelernt. Er arbeitet in einer Oben-ohne-Bar. Ich habe ihr immer gesagt, sie soll ihn nicht heiraten, diesen Versage, Dominik. Was ist das denn für ein Gedanke? Oh Gott, die ist verrückt, die ist doch handgreiflich. Oh, du, Jessica, das ist mein Geschäft. Nein, das ist mein Geschäft. Es tut mir so leid. Das sollte es auch. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte mich doch nur entschuldigen. Solltest du auch. Es tut mir so leid. Ja. Ich entschuldige halt keinerlei Konkurrenz neben mir. Ich möchte dich gern ganz für mich allein haben. Es tut mir so leid. Ja. Ich bezahle dir das Doppelte. Das Doppelte? Ja. Und ich mache keine Anzeige. Die, du machst keine Anzeige. Ja, ich mache keine Anzeige. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich sehe aber nicht, ja, dass es okay ist. Jessica, es ist okay. Ich habe schon früher nicht gerne ein Spielzeug getan. Jessica, ich muss gleich arbeiten. Heute nach der Schicht? Ja, okay, nach der Schicht. Nach der Schicht, ja. Kommst du zu mir? Ja? Mhm, komm ich zu dir. Nach der Schicht. Ich mag halt keine Abweisungen. Ja. Jessica ist es offensichtlich gewohnt, mit Geld alles zu bekommen, auch über Druck, denn sie akzeptiert überhaupt keine Grenzen. Sie überfährt Dominik und er hat es nicht gelernt, standhaft zu bleiben. Er ist auch schon vorher Konflikten aus dem Weg gegangen. Das macht er jetzt wieder. Möglicherweise hofft er, dass das Geld Schmerzensgeld ist und ihm weiterhelfen könnte. Ich bezweifle das sehr. Die Frau ist irre. Boah, letztes Mal, wie die drauf waren, ich hab fast Angst bekommen. Hey, Micha, Alter. Wir sind Freunde. Du bist nicht nur mein Chef, du bist auch letztlich ein guter Freund für mich. Warum lachst du mich jetzt aus? Ich finde das echt nicht lustig. Ich finde es aber lustig, weil das ist die zweite Frau schon mal heute. Ja, schön, dass ich wenigstens einer von uns beiden dafür freuen kann. Ich weiß auch nicht, warum Micha die ganze Zeit versucht, mir diesen Nebenjob schön zu reden. Weil schön ist echt anders. Aber der Vorteil ist jetzt, durch den Deal mit Jessica habe ich jetzt nicht mehr irgendwelche anderen Frauen noch an der Backe. Aber ich kann das nicht mehr lange. Diese Lügerei, die zerfrisst mich total. Hi Schatz, was machst du denn hier hinten? Na? Hallo mein Kleiner. Hallo. Haben wir Besuch? Ich habe auf dem Spielplatz eine ganz nette Dame kennengelernt. Okay. Und die ist spontan mitgekommen. Ich mache jetzt einfach die Haare. Spontan, weil ich habe spontan eingekauft. Dachte ich ja, mir das finde ich cool. Was hast du denn da? Ach, alles Mögliche. Oh, Spaghetti. Ja. Wie jetzt?
Ja, jetzt, keine Ahnung, das war so spontan. Sie hat einfach gesagt, komm, willst du mir nicht mal die Haare schneiden? Okay. Ich hab gesagt, ich bin Friseurin. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut. Ich meine, es ist, ja ist gut, dass du wieder ins Berufsleben dann kommst. Also das finde ich schon ganz nice. Aber eben. Ja. Ja, da ist sie. Hast ziemlich gut. Ja, super. Okay, cool. Können wir gleich weitermachen? Ja? Hallo. Hallo. Jessica Dominik. Sieben, ich. Das ist mein Mann. Der arbeitet in der Bar als Barkeeper. Jessica akzeptiert nicht nur ein Nein, sondern die überschreitet hier eine weitere Grenze. Das grenzt schon eher an Stalking. Sie erhöht den psychischen Druck auf Dominik. Und Dominik kann sich hier in dieser Situation wieder nicht wehren. Wie er den Kopf aus der Schlinge ziehen könnte, das wäre, wenn er wartet, bis Jessica weg ist, sie möglicherweise auch selbst hinaus komplimentiert und dann wirklich Auge in Auge mit seiner Frau Tacheles spricht. Guck mal her, kleiner Mann. Ja, das wollte ich dir noch sagen. Ja. Ich putze jetzt auch bei ihr. Sie hat es mir angeboten. Sie braucht einfach jemanden und auch für ihre Haare. Okay. Das mache ich dann jetzt regelmäßig. Ja. Ist doch cool, dann kann ich dich auch ein bisschen entlasten. Ja, das ist gut. Ja? Ja, hat was, auf jeden Fall. Ich gehe mal Kaffee machen. Ja, ne? Mach das. Ich komme dann sofort wieder. Was machst du jetzt? Fass meinen Sohn nicht an. Was ist dein Problem? Ich wollte Pia doch nur mal kennenlernen. Mein Problem. Ich suche schon ewig eine Friseuse. Ich kann euch doch finanziell unter die Arme greifen. Was soll das denn? Jessica hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Die will mir doch bestimmt nicht helfen. Ich muss sie loswerden. Die zerstört mir meine Ehe. Das darf ich auf keinen Fall zulassen. Ach. Schatz, ne? Du bist aber früh. Möchtchen, kommen wir sofort. Ich will nicht Komm unbedingt. Komm doch mal kurz rein. Na gut, wenn es sein muss. Ein paar Minuten, ja? Es geht doch ganz schnell. Ja, gut. Hallo. Schatz, etwas früher da, ja, Schatz, ich habe wie gesagt, ich habe wirklich keine Zeit. Also es ist wirklich jetzt dringend. Ich bräuchte doch wirklich nur ein paar Minuten, um das auszuwaschen. Ist ja kein Ding, wir trinken aber noch ein Säckchen, ne? Ah ja, das hatte ich ja eigentlich versprochen, aber... Nein, nein. Doch, ein Säckchen ist aber immer drin. Micha wartet, ich habe viel zu tun. Ja, okay, das verstehe ich. Ah, Jessica, tut mir leid, das holen wir auf jeden Fall nach, aber ich sehe jetzt echt eilig, ja? Ich wasche das eben aus, Schatz, ja? Und dann können wir auch das. Okay? Nicht mehr alle meiner Frauen sind also. Wir hatten einen Deal. Du hast meine Anrufe ignoriert, okay? Ja. Kann das sein? Weil ich keinen Bock auf dich habe. Hast du deinem kleinen, süßen Frauchen mal erzählt, was wirklich Sache ist? Hm? Nein, hab ich nicht. Hast du es ihm Hab ich erzählt? Nicht. Und du wirst es auch nicht. Krieg ich meinen Kuss? Okay. Was macht ihr da? Die hat mich geküsst. Ach ja? Die hat mich geküsst. Schatz, hallo? Ey, was soll das? Sagt ihr, das, sagt ihr, wie es war? Boah, ihr widert mich beide an. Das bereust du noch. Das bereust du noch, glaub mir. Schatz, ich hab doch nichts, Schatz, wirklich. Du brauchst nicht nach Hause kommen. Dieses Biest, was will die nur von mir? Wieso tut die mir das an? Wenn Pia mich jetzt verlässt, sie ist doch alles, was ich hab.